Kiosk Standesamt Mitte? Bin ich da, Standesamt? Ja, Sie sind im Standesamt. Ja, ich will heiraten. Ah ja. Ja. Aha. Du willst heiraten und wie alt bist du denn? Ich bin 5 jetzt. Aha. Ja. Du bist 5? Ja. Und du möchtest heiraten? Ja. Wen möchtest du denn heiraten? Na, die Jule, die Nana oder die Clara. Die Nana, die Jule oder die Clara? Genau. Mhm. Und wo sind deine Mama und dein Papa? Die kommen auch zur Hochzeit mit. Die kommen mit zur Hochzeit. Aber ich will ja heiraten, das habe ich mit der Jule auch schon ausgemacht. Aha, wie alt ist denn deine Jule? Na, auch 5. Auch 5? Wir gehen in die gleiche Gruppe. Na, ich würde vorschlagen, da wartet ihr noch ein bisschen mit dem Heiraten, ne? Warum denn? Na, weil ihr vielleicht noch ein bisschen klein seid. Na und? Na und? Wir haben uns aber lieb. Ja, das glaube ich. Ist ja auch eine schöne, feine Sache. Wir haben doch das schon gespielt zu Hause. Na, dann reicht das doch erstmal. Ich war der Papa, die Jule war die Mama und die Bibi war das Kind. Klasse. Na, da hast du ja schon mal geübt, ne? Ja. Toll. Und darf ich auch 2 heiraten, wenn die Clara will? Ja, du, also wenn du so weit bist, ja, und heiraten darfst, vielleicht haben sich die Gesetze bis dahin geändert. Dann können wir später nochmal drüber reden, okay? Weil die Mama, die hat ja auch 2-mal. Die Mama hat auch 2-mal geheiratet? Ja. Aber doch nicht zur gleichen Zeit. Nein, nacheinander, aber die Clara und die Jule würden da auch nacheinander heiraten dann. Ja, aber dann musst du doch eine erstmal wieder loswerden, bevor du die andere heiraten kannst. Warum? Na, so ist das nun mal. Nein, wenn ich doch aber beide lieb hab. Ja, aber doch nicht zur gleichen Zeit. Doch, das geht. Das geht, ja? Ja. Du wirst mir das richtig erzählen. Ich weiß, ich hab was versäumt. Ja. Ich glaub auch. Du musst mich jetzt mal aufklären. Wie macht man das denn? Na, ich hab doch die Jule und die Clara lieb. Ah ja. Und aber wenn die Jule würde ich, die Nana würde ich nur heiraten, wenn die Jule keine Zeit hat an dem Tag. Aha. Naja, sowas sollte ja geplant sein, dann muss es schon Zeit haben, ne? Deshalb rufe ich ja an. Ja. Wann ihr Zeit habt. Wann wir Zeit haben. Ja, ja, für sowas wie dich haben wir natürlich immer Zeit. Dann komm ich dann vorbei. Ja, dann komm einfach vorbei, dann schauen wir mal weiter. Und die alle mitfeiern wollen, die kommen dann auch mit rum. Na klar, die kommen dann alle mit. Das sind aber ganz viele. Ja, macht nichts. Wir haben große Räume. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute in so einer Radioredaktion arbeiten. Hier ist der kleine Telefonschreck, hallo, und du hast gerade im Radio zu hören.